Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Hostel, in dem ich hier jetzt schon zwei Nächte war. Ich habe ein Box-Hostel, das heißt, diese Box gehört mir. Hier liegt Friedas Gepäck und der Rest ist da professionell eingeschlossen. Aber darum geht's gar nicht. Heute ist so ein bisschen, heute ist Gammeltag angesagt, was sehr schön ist. Ich hatte gestern zwei, drei Bier, das heißt, heute wird besonders viel gegammelt. Und hatte die tolle Idee gehabt, habe sie immer noch, mir in dieser fantastischen Küche was zu kochen. Und zwar habe ich noch Spaghetti aus der Türkei und noch ein paar Spaghetti aus Bulgarien und Ricotta Pesto aus Bulgarien. Und bevor ich das jetzt mitschleppe die nächsten Tage, esse ich das jetzt, denn ich habe Hunger. So, ich habe hier eine Küche, alles wunderbar. Und das ist ein Spitzenhostel, muss man dazu sagen. Das ist wirklich, sie geben sich sehr viel Mühe und alles. Und ich habe jetzt, die Wahl ist auf diesen Topf gefallen. Warum? Ich hatte zunächst diesen Topf hier rausgeholt. Und freue mich riesig. Ja, super gut. Den nehme ich jetzt. Und ich mache mal so. Ich muss mich beeilen. Das wird nämlich, sonst ist es gefährlich. La cucaracha, la cucaracha. Lalalala. So, was macht man mit so einem Topf? Man stellt ihn wieder zurück. Ich glaube, die können sehr lange überleben ohne Essen, oder? Die sind schon Wochen da drin. Ah. Naja, dann ist die Wahl auf einen anderen Topf gefallen. Den habe ich intensiv durchgewaschen und gleich kocht das Wasser. Und ich schwebe im Luxus. Ich kann mir einfach so auf der Kochplatte was zu essen machen. Ich hatte auch schon einen Kaffee heute gehabt. Und das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Hier ist jetzt meine Schaltzentrale für heute. Hier werde ich gleich etwas Video schneiden. Ich habe einen Ventilator gefunden, den habe ich mir schon mal hingestellt. Ist nämlich wieder sehr warm. Bulgarien war es kalt und regnerisch. Hier ist es warm und schön. Intro, Intro, Intro. Intro, Intro, Intro. Intro, Intro, Intro. Ach Mai, was ist schön. Mai, was ist... Also... Und jetzt gibt es noch ein paar schöne Eindrücke aus der Stadt Skopje, die sehr interessant ist. Sehr, sehr interessant ist das Ganze hier. So Leute, willkommen zu einer kleinen Exkursion. Das ist die Hauptkreuzung quasi, der Hauptstraße. Und es ist ungefähr gar nichts los. Das ist auch ein Pferd, was da am Wegesrand steht. Ja, interessant, interessant. Ich nehme euch jetzt nochmal mit auf den Hauptplatz, den haben sie richtig schön. Den haben sie richtig schön übertrieben gemacht. Also monumentales Gebäude neben monumentalen Gebäude. Das da drüben ist die größte Kirche, wie mir gesagt wurde. In Form einer Moschee oder in Form der Hagia Sophia. Die Hauptstadt, die ich in meinem Leben gesehen habe, in der am wenigsten los ist. Willkommen zurück am Hauptplatz. Hinter mir, da sehen wir eine riesige, riesige, riesige Statue von Alexander dem Großen. Und das ist der Platz. Nicht alle Gebäude sind fertig gebaut. Gott sei Dank, da drüben ist die Telekom. Da bin ich sehr zufrieden, dass die Telekom hier ist. Keine Ahnung, abgefahren. Leer ist es auch wiederum. Ein paar Touris werden sie ja schon haben. Da drüben ist noch ein schönes Casino. Und naja, ey. Die Leute freuen sich. Und jetzt gehen wir zum Ufer. Und am Ufer sind so irgendwelche komischen neuen Gebäude. Sowas wie, die sehen irgendwie aus wie Casinos, sind aber so auf altrömisch gemacht, sind aber neu, irgendwie ein bisschen strange. So, da sind wir auch schon. Das ist so eins dieser Gebäude. Das ist irgendwas Government-mäßiges, prunkvoll, auch mit oben diesen Bögen und so.
aber halt mit so einer Fensterfront. Ja, aber was haben wir hier? Wir haben hier ein schönes Schiff und da kann man dann drauf was Feines essen. Das lassen wir aber, das ist bestimmt zu teuer. Ja, ach, interessant. Ein sehr interessanter Eindruck. Stravo, Stravo und guten Morgen. Ein neuer Tag hat begonnen und die Frieda und ich, wir fahren heute etwas südlich und bleiben noch eine Runde in Mazedonien, in Nordmazedonien. Ein wunderschön und es geht weiter. Heute geht es raus aus Skopje Richtung Ohrid. Das haben mir alle empfohlen, da soll ich unbedingt hinfahren. Und im Namen der Reise nicht ein Land nur ganz kurz zu sehen, sondern wirklich ein bisschen was mitzubekommen, mache ich das jetzt auch. Somit bin ich nicht nur eine Stadt hier, sondern ein bisschen länger. Also geht es dann nach Ohrid und danach ist der Plan, soll es nach Albanien gehen. So, aber erstmal Ohrid, das ist der Weg heute. Gute 200 Kilometer haben wir vor uns. Ich war jetzt 3 Nächte in Nordmazedonien und habe gefragt, wieso, weshalb, warum und überhaupt. Und die haben mir das Ganze geschichtlich so ein bisschen erklärt. Ich fange mal an. Es gab Jugoslawien. Jugoslawien ist in mehrere Länder aufgeteilt worden, nachdem Jugoslawien nicht mehr existent war, sagen wir es mal so. Nordmazedonien wollte sich, nachdem Jugoslawien zerfallen oder kaputt gegangen ist, Mazedonien nennen. Das fanden aber die Griechen nicht so gut. Warum? Und zwar, Mazedonien oder Makedonia war ein Königreich, ein antikes, welches das jetzige Mazedonien, das jetzige Nordmazedonien umfasst und noch weiter runter geht bis Thessaloniki. Sprich, das war so groß, dass es bis ans Meer gereicht hat. Ihr erinnert euch, Thessaloniki, da waren wir auch gewesen vor nicht allzu langer Zeit. Und aus Angst der Griechen, dass die Nord- oder die jetzigen Nordmazedonier sagen könnten, hey Leute, wir hätten gerne unser Land zurück, haben die Griechen das Ganze schwer blockiert, dass sie sie so nennen dürfen. Weil am Anfang gab es so ganz skurrile Namen wie ehemaliges jugoslawisches Land Mazedonien oder irgend sowas, hieß es am Anfang, auch relativ lange. Ich glaube 2019 war dann der Bürgerentscheid in Nordmazedonien, im jetzigen, dass sie das gerne Nordmazedonien nennen möchten. Warum hat Griechenland Angst, dass sie das zurückhaben wollen? Und zwar hat Griechenland, oder andersrum, hat Nordmazedonien mehr oder weniger freiwillig Griechenland einen Teil ihres Landes geborgt. So, da hat unter anderem Thessaloniki und etc. der ganze südliche, jetzt der jetzige Teil von Griechenland dazu gezählt. Und wenn die Nordmazedonen dann Mazedonien heißen und sagen, hey, Griechenland, wir hätten gerne unser Land zurück, das, was wir euch mal geborgt haben, dann wird es wahrscheinlich Stress geben. Also hat Griechenland blockiert. Lava, lava, rababa. Das ist schon wieder so einer, mit seiner Ladungssicherung. Oh, der hat oben was drum gespannt, ich hab bekloppt. Der gibt sich richtig Mühe. So, wir fahren hier links. Ganz klar, hier geht's lang. Richtig. Ja, Leute, überall stehen Karossen. Also Chassis von Autos und irgendwelchen Gärten, die so zuwuchern. Ich glaube, die kaufen viele alte Fahrzeuge, schlachten sie aus und stellen sie hier hin. Berge von Reifen sind auch keine Seltenheit, die einfach irgendwo in der Pampa rumliegen. Also wirklich Berge. Oh, Schnellstraße, hallo. Okay, einige Kilometer später, wie ich mir jetzt hier durchgedrückt habe, oder wir uns hier durchgedrückt haben, erstmal, boah, wieder. Okay, die müssen überholt werden, die Sticklaster.
Hat ein bisschen geregnet zwischendurch, seht ihr vielleicht hier auch an meiner fantastischen Regenjacke. Nochmal hier 1000 Autos, die ausgeschlachtet einfach da rumstehen und da vergammeln. Sehr schön, da wissen wir auch, wo unsere alten Autos landen. Gut, also wir sind heute schon so 100 gefahren, irgendwas in der Richtung. Ja, 107 sind wir schon gefahren. Und knappe 100 haben wir noch vor uns. Ich bin froh, dass es nicht mehr regnet. Und ja, es ist ein ganz interessantes Land. Wie die Herrn Skopje sagten, Wild Wild East. Ja, das passt schon. Das passt schon. Wild Wild East. Und da weiß man auch, wie schön es ist, dass bei uns überall diese Rußpartikelfilter eine absolute Pflicht sind. Und die hat hier irgendwie keiner drin. Und jeder Diesel, der vor mir fährt, ist echt ekelhaft. Auch heute wieder, Mensch, mal wieder vom Motorradgott geküsst. Da heute ein extremer Suff. Ich hatte vorhin ein bisschen Regen, aber die Straßen sind überall nass. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel Regen verpasst. Gut, dass ich so spät losgekommen bin. Oder dass wir so spät losgekommen sind. Sehr schön. Alles wieder richtig. Ach Mann, ey, so viel Müll überall. Ah ja, krass, genau. Und da unten seht ihr es vielleicht, habt ihr vielleicht kurz gesehen, da bauen sie noch eine Autobahn. Ich will eh keine Autobahn fahren, aber es gibt einfach auch keine Autobahn in den Süden hier runter. Das ist ja krass. Wir befinden uns jetzt auf der Straße, der ganze Stolz der Region, nennen wir es mal so. Das ist die Straße, die hier gebaut wurde oder wird. Davor die ganze Zeit der parallel zu dieser neu gebauten Straße gefahren. Denn ja, ist anscheinend ein Großprojekt. Und da drüben ist jetzt tatsächlich wieder ein LKW. Das baut einfach keiner was. Das ist doch geil. Also alles ist irgendwie angefangen. Ganz viele Brücken, die so halbfertig sind, die so über diese Straße drüber führen. Ja, alles ist so ein bisschen. Aber auf keinen Fall fertig. Da ist das Geld wohl versickert. Aber überall so hier so wieder so eine Brücke. Ja. Haben wir mal angefangen. Gute, gute, gute. Oh, vorbildlich mit dem Helm. Ah, oh, da baut wieder jemand was. So alle paar Kilometer steht mal einer mit dem Bagger und der macht irgendwas. Ah, schon krass. Dann dauert sowas auch mal geschmeidig 20 Jahre, bis es fertig ist. Und die neu gebaute Straße ist weg. Gut, jetzt haben wir wieder die alte. So weit sind sie noch gar nicht gekommen. Okay. Müssen wir in 10 Jahren wiederkommen und schauen, ob es fertig ist. Welcome to Ohrid. Da sind wir. Sogar auch fast schon am Ziel. Und jetzt fahren wir hier gerade in die Stadt rein oder in ein Städtchen rein. Das ist das. Das ist das touristische Ding hier. In Nordmazedonien. Ich bin sehr gespannt. Es liegt an einem See, den dürften wir auch vielleicht gleich noch sehen. Irgendwie auf dem Berg oben ist eine Festung. Wir müssen da rein. Da sind wir jetzt mal gespannt, ob das auch hier ist. Villa Christina. To rent
Und dann ist auch schon Sunny Lake Hostel. Alter, das sieht doch gut aus. Okay. Dann packen wir doch erstmal da. Oh, ein Horrorfriede. Das ist so schön leicht. Das ich kann den zurückschieben. 1, 2. Oh. Aber so steht sie. Verdammt. Da sind wir schon wieder angekommen. Ne? Ein Träumchen. Sunny Lake Hostel. Ich bin sehr gespannt.